hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Evolve. Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück zu einer neuen Folge. Man mag es kaum glauben. Ich habe im Livestream wieder ein bisschen was gebaut. Ihr seid jetzt relativ aktuell wieder. Ich habe erstens das ganze Zeug, was hier stand, weggemacht. Das heißt, der Fischer ist weg. Unter anderem, der hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Mich hat das genervt. Ich muss ihn wieder aufstellen oder so. Ich muss mal gucken, weil wir brauchen irgendeine Essensquelle. Zurzeit war das ja der Fischer. Und die Fische werden irgendwann leer gehen, deswegen brauchen wir eine neue Essensquelle. Außerdem habe ich hier den Kobbelgenerator wieder weggemacht. Die ganzen Kisten hier sind weg. Hier ist immer noch die Barrel mit Essensberries. Das sind fast 1906 Essensberries drin. Und hier oben arbeitet immer noch die normale Oreberry Farm. Die muss ich nur automatisieren, das wird auch noch geschehen. Und ich denke auch, dass das in der Aufnahme geschehen wird. Ich gehe mal stark davon aus. Mal gucken. Ich bin gar nicht in der Mitte, fällt mir gerade auf. Eigentlich müsste ich so sein. Egal. Außerdem habe ich die Schmiede versetzt. Ich habe die Schmiede von hier drüben nach hier zentral rüber versetzt. Außerdem habe ich die Schmiede größer gemacht, wie man vielleicht sehen kann. Sie ist jetzt 5x5 Blöcke groß und hat dementsprechend auch eine ganze Menge an Stauraum, den wir verwenden können. Und ja, sie ist wieder so ein bisschen abgerundet. Ich habe jetzt hier auch mal so einen Raum außenrum gebaut. Das hier oben sind Factory Blocks. Das sind wirklich coole Sachen. Damit kann man zum Beispiel auch diese Yellow Block Dinger machen. Also das sind dann eben solche Absperrstreifen, sage ich mal. Das ist echt eine coole Sache. Damit kann man echt cool bauen. Das muss ich schon mal gestehen. Ja, damit ist eben die Decke hier gemacht. Und dann eben, hier, das sind immer solche Arbeitsplätze, sage ich mal. Also hier ist dann eben der Toolforge, hier ist der Part Builder und hier ist die Pattern Chest, um die Schmiede zu betätigen. Es fehlen jetzt noch die Drains und so weiter, die bauen wir gleich noch dazu. Hier sind einfach nur noch Kisten, wo man Manylium und so ein Zeug lagern kann. Und hier sind dann ein paar Tool Racks, wo wir dann eben zum Beispiel solche Tools hier reinlegen könnten, wenn wir das wollen. Wollen wir aber zum Glück nicht. Und dann passt das alles soweit. So, wie ich schon gesagt habe, meine Base ist in dem Baum hier drüben. Das heißt, wir können jetzt hier rüber gehen. Wir können auch unser Teleporter benutzen. Ich habe mir nämlich auch Travel Acres gemacht. Weiß nicht warum, ich fand es einfach praktisch. Hier kann man zum Reaktor, da kann man zum Main Base, da kann man zum QED. Man kann auch noch zur Mobfalle, aber da kommt man von hier aus nicht hin. Von hier aus kommt man dahin. Und jetzt gehen wir ganz gut schlafen. Ich setze mich in der Zeit mal richtig hin, weil ich sitze gerade so auf der Kante von meinem Stuhl und das ist echt unbequem. So, jetzt ist es bequem. Gut, hier sieht es soweit eigentlich gleich aus wie das letzte Mal. Das Einzige, was sich verändert hat, sind eben die Dinger. Die habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe jetzt hier drei Pulverizer und drei Redstone Furnaces, die alle automatisiert sind mit allen möglichen Erzen. Das heißt, die laufen jetzt durch. Ihr seht, hier ist gerade Koppererz angekommen von der Quarry. Und hier mein ME-System läuft auch auf Hochtouren. Der Kobbel wird gerade aussortiert. Die Erde wird vielleicht auch noch aussortiert. Wir haben aber jetzt wieder genug Rohstoffe, um erstmal über die Runden zu kommen. 5000 Eisen, 6000 Kohle, Redstone, Lapis, alles mögliche, Gold, alles was das Herz begehrt. Also wir haben genug jetzt erstmal für den Anfang. Wir werden natürlich noch mehr brauchen, aber für jetzt ist es schon mal ganz cool. Ja, hier oben ist dann noch mein QED oder mein QED. Das heißt einfach nur so wegen einer Maschine, die da oben steht. Da stehen zum einen meine Crystal Access... Crystal Growth Accelerator, das sind eben die Dinger, die das Wachstum von den Kristallen beschleunigen. Außerdem steht hier das QED, das Quail Eating Ducks. Nein, eigentlich heißt das irgendwie, ich weiß nicht, Quite Electric, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Crafting Unit von Extra Utilities, mit der man Sachen für Ender.io craften kann. Da legt man hier zum Beispiel Obsidian und eine Ender Pearl, dann bekommt man eine Ender Torch. Und diese Enderflux Crystals powern das Ganze einfach nur. Ich wollte es halt so ein bisschen schön aussehen, deswegen stelle ich sie in die Ecke. Hier drüben, das kommt jetzt was Interessanteres, was ich gemacht habe, ist der Cyanid-Prozessor. Ich kann gar nicht reden, irgendwie richtig strange. Den sollten viele von euch vielleicht noch kennen aus Techtown. Wenn nicht, erkläre ich das Ganze ganz kurz. Unser Reaktor, den wir hier unten stehen haben, können wir ganz kurz runterhüpfen. Dieser Reaktor hier hat einen, ja, der hat, können wir hier reingucken, der arbeitet nämlich gerade auch. Er hat Fuel, das Fuel ist Eulorium und er hat natürlich auch einen Output. Das heißt, wenn er Fuel verbraucht, kommt hier Cyanid raus. Und das kommt hier drüben auch raus. Und dieses Cyanid kann man weiterverarbeiten zu Plutonium. Und dieses Plutonium kann man dann wieder im Reaktor verwenden als Brennstoff. Und deswegen habe ich hier diesen Cyanid-Prozessor. Der braucht Wasser, Energie, eben Wasser hier drüben, Energie kommt von hier. Und dann, wenn hier Cyanid drin ist, dann ja, macht er aus zwei Cyanidbahnen einen Plutoniumbahn. Und den Plutoniumbahn kann man dann eben wieder in den Reaktor werfen und somit arbeitet er dann wieder ein bisschen weiter.
So, soweit, so gut. Der steht einfach hier oben, weil unten kein Platz mehr war oder so. Da will ich hin. Ich will nämlich ganz kurz mal zeigen. Plutonium haben wir jetzt wie viel? 590, also fast 600. Ist schon krass. Dann sieht man, wie viel unser Reaktor eigentlich schon verbraucht hat. Also mehr als das Doppelte hat er schon verbraucht. Und weil mein Reaktor so viel verbraucht hat, habe ich auch eine kleine Steuerung gebaut. Die hat mir jemand auf Twitter geschickt. Und ihr könnt es gerade sehen, die Reaktor-Controls sind gerade auf 100% gewesen. Jetzt sind sie wieder 100, gleich sind sie wieder 0%. Mir hat das jemand auf Twitter geschickt und ich fand das echt interessant und praktisch, deswegen habe ich es eingebaut. Ja, ich zeige es am besten hier hinten. Hier ist nämlich eine kleine Redstone-Steuerung. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber sie erfüllt ihren Zweck. Wir haben ja zwei Redstone- oder Reactor-Redstone-Ports. Einmal links und einmal rechts. Und der linke Reactor-Redstone-Port macht folgendes. Er gibt ein Redstone-Signal aus, wenn die wenn der Energy-Amount, also die Energie in dem Reaktor, unter 80% ist. Sollte das der Fall sein, dann, andersrum. Solange der Reaktor über 80% ist, also solange der Reaktor über 80% Energie hat, also mit 80% Energie ist, das Ding hier gemeint, der Energy Buffer, ihr werdet jetzt gleich sehen, jetzt läuft der Reaktor gerade, also er geht runter, er ist gerade auf 100% und sobald das Ding unter 80% fällt, fährt der Reaktor wieder hoch auf mehr Energie, die er eben produziert. Soweit, so gut. Okay. Das heißt, sobald der Reaktor unter 80% ist, gibt, okay, warte, lass mich das nochmal kurz erklären. Der Reaktor gibt die ganze Zeit ein Redstone-Signal aus, solange die Energie über 80% ist. Sobald die Energie unter 80% ist, geht das Redstone-Signal aus und der andere Reactor-Redstone-Port macht die Stäbe auf 100%, sodass der Reaktor... Habe ich es jetzt schon wieder falsch schon gesagt? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wenn wir zu viel Energie produzieren, wird der Reaktor runtergefahren. Wenn zu wenig Energie ist, wird er wieder hochgefahren und mit zu viel und zu wenig ist eben 80% die Maßstabsregelung, sagen wir es so. Ja, das ist so das Ding. Ihr seht auch gerade, wir haben hier ein Fuel Waste jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr, 2 und jetzt haben wir wieder 0. Und so verbrauchen wir eben viel weniger Fuel, sonst haben wir dauerhaft irgendwie 10 Millibuckets oder so. Und so haben wir eben extrem wenig, wenn es immer wieder hoch, runter, aber trotzdem produzieren wir darauf genug Strom. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. War halt schwer zu erklären irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Und da ich natürlich nicht immer von Hand hier reingehen will und hier Yellorium nachlegen will und das hier nicht von Hand rausnehmen will, habe ich mir zwei Interface geschnappt, denn wir wollen das Ganze ein bisschen automatisieren. Inwiefern wir das automatisieren, ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir wollen einfach nur das Yellorium und Plutonium. Das ist wichtig. In die beiden Dinger reingepumpt wird und das Cyanid eben rausgepumpt. Deswegen gehen wir einfach mal ganz kurz hier hin, schließen die beiden Interfaces hier an. Warte mal, wir machen das mal ganz kurz weg. Ah, okay, da hat schon was rausgezogen. Und stellen das auch mal auf Inlet-Mode. Machen hier ein ME-Interface dran, klicken hier rein und sagen Config, er soll Plutonium exportieren und er hier soll Yellorium exportieren. Damit exportieren die beiden das schon mal und warte, wir können das mal ganz kurz abbauen. Oh nein, das war nicht in meinem E-System angeschlossen, ich bin schlau. So, zack, dann legen wir das hier wieder rein und jetzt verbinden wir die einfach mit dem ME-Kabel. Das Coole bei solchen Sachen ist, es reicht ein ME-Kabel, das heißt, der gibt auch das Signal über das ME-Kabel an ihn weiter. Jetzt bauen wir nur irgendwo ein Kabel. Wo holen wir uns das am schlauesten? Wahrscheinlich von hier, ne? So, dann machen wir einfach mal den Baum auf. Können wir mit Fassaden wieder schön zumachen. So, und dann gehen wir einfach mal hier drüben entlang. Ja, ist egal, ob wir jetzt hier draußen rauskommen oder so. Das ist nicht so schlimm. So, dann gehen wir hier hoch, würde ich sagen. Und jetzt legen wir das Kabel mal. Damit die Teile auch angeschlossen sind. Zack, zack. Bam! Und natürlich hier das gleiche. Auch hier legen wir das Kabel entlang. Wir können mal gucken, wir haben jetzt gerade 100%. Okay. Wahrscheinlich war noch ein bisschen Yellorium da drin war. Und wenn wir das jetzt hier anschließen, dann wird dieses Interface anfangen, Yellorium reinzupumpen. Ich kann es nicht wirklich nachgucken. Es hat gerade auf jeden Fall Yellorium reingelegt. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, dann sehen wir, na, ist schon wieder weg. Verdammt, auf jeden Fall. Ihr habt den Sinn, glaube ich, verstanden. Es legt Yellorium immer Yellorium. Ich bin echt zu blöd zum Sprechen heute irgendwie, ne? Ich weiß nicht genau warum. Blocking Mode off.
Passiert manchmal. So, warte. Snacken uns mal nochmal ganz kurz einen Fisch. Und ich hol's mal mehr. Zack. Mehr Jellorium und mehr Plutonium. So und so. Und geh wieder hier runter. Blight Energistics hat sich ja ziemlich verändert so von. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich das wieder in so ein Ästchen gelegt. GG. Nein. Ich bin so blöd. Oh. Ich leg das hier jetzt in die falschen, Slots rein. Ah. Oh. Reaktor, da will ich hin. So. Da oben kommt das nämlich rein. So. Und das hier kommt hier oben rein. Zack. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und das Cyanid wird dann eben automatisch eben auch von den Interfacen rausgezogen. Interfaces. Habe ich das jetzt wieder falsch gemacht? Nein, habe ich nicht, ne? Warte mal, nochmal. Plutonium oben rein. Plutonium wird exportiert. Ich guck mal ganz kurz, ob es auch weniger wird. Oder nicht, aber es sollte eigentlich. 530. Irgendwie ja nicht. Aber warum nicht? Oh Gott, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade irgendwie fehle. Aber ich würde es so gehen. Sonst machen wir es einfach mit dem Bass. Aber das können wir nicht. Priority ist eigentlich egal. Patterns. Jedorium Ingot. Akzeptiert er das nicht? Muss ich da irgendwas am Ding umstellen? In-Lab Mode. Eject Auto. I don't know. Nein. Hä? Warum hat er jetzt. Fuck. Ach nein, jetzt habe ich das. Warte, habe ich jetzt das. Ja, jetzt habe ich das früher rausgeholt. Ah, ich bin heute ein bisschen verplant. Tut mir leid, ist schon ein bisschen später. Ja. Eject Waste. Eject Waste. Das passt. In-Lab Mode. Passt auch. Dann kommt hier Plutonium hin. Und da oben kommt eigentlich Helium hin. Oder habe ich irgendwas komplett falsch gemacht gerade? Ich glaube, ich habe einfach so mega Brainlag und verstehe nicht warum. Irgendwie legt da nichts rein. Aber ich verstehe nicht warum. So, nochmal hier rum. Ich hatte übrigens ein Face dabei. Frag mich nicht, dann nehme ich einfach eine andere Lösung. Ist nicht so wild. Wenn es so nicht geht, dann geht's anders. Wenn ihr eine Lösung dafür habt für das Interface, dann schreibt die gerne. Wenn nicht, dann ist es egal, dann überlege ich mir was anderes. So, Reaktor und dann machen wir hier Fassaden hin. Sieht auch schön aussehen, unser Haus. Diesmal soll es nicht nur einen Zweck erfüllen, diesmal soll es auch schön sein. Ausnahmsweise mal. So. Und so. Die werden wahrscheinlich nicht mehr reichen. Da oben brauchen wir dringend eine Fassade, Heiko. Das stimmt. So und so, so. Da ich schon wieder eine Fassade falsch hingesetzt. Zack und zack. Und die letzte dahin. Okay. Also wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt das gerne. Schreibt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich für ein Braindeck habe. Und dann, warte, Mainbase da wollen wir hin. Müsste das eigentlich alles so passen. Wie gesagt, ansonsten überlege ich mir einfach eine andere Lösung, wie ich das Ganze regeln kann. So, wer sich übrigens fragt, meine Level sind hier drin, kann ich hier raus und wieder reintun. Das ist ein Experience Obelisk. Kann ich alle meine Level ablagern. Richtig geil. Hier ist übrigens noch, das wollte ich noch zum Ende mal ganz kurz zeigen. Das ist der Inscriber und der Charger. Das sieht irgendwie cool. Ich fand das cool, die so übereinander zu stellen. Jetzt sieht aus, als ob das eine Maschine ist. Und hier nebendran ganz sneaky ist ein Carpenter Safe mit den Schablonen für das Ding hier drin. Ich fand das echt eine coole Idee. Weil das halt so nicht auffällt, weißt du? Die Kiste wollte ich nicht hinstellen, dachte ich mir, mache ich das. Sieht cool aus. Und ist ganz sneaky. Sneaky. Ich wollte meine Schmiede noch bauen. Egal, machen wir was anderes. Habe ich es total verpennt. Wegen meinem Fail da unten. Okay, nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war es soweit von der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Minecraft Evolve. Haut da rein, habt noch einen schönen Tag oder Abend. Bis morgen. Tschüss.
Baba.